Und damit herzlich willkommen zur 153. Folge des Command & Conquer 1, der CBRM Conflict Let's Plays, beziehungsweise zur 42. Folge des Command & Conquer 1, der Ausnahmezustand Let's Plays, wo ich ja versuchen möchte, noch irgendwie dieses Ding hier wegzukriegen. Ich habe ein paar Ideen noch über. Ich weiß aber noch nicht, wie am besten. Also ich muss mal nachschauen, ob ich eine Variante finde, mit der ich das ressourcentechnisch hinkriege. Wir haben sehr viele Safe Games, auf die wir zurückfallen können. So, jetzt versuchen wir mal. Bestätige auch. In Ordnung. Wie nah darf ich ran? Jawohl, Sir. Und vor allen Dingen. Mhm. In Ordnung. Sehr gut. Die relevanteste Info habe ich, glaube ich, gekriegt. Mein Gedankengang war, vielleicht komme ich hier unten an eine Posi, bei der ich auf das Ding ballern kann. Jawohl, Sir. Nee. Nee. Einheit verloren. Wunderschön. Also nicht dorthin, sondern dorthin und dann gucken wir, ob ich von dort aus schießen kann. Erst was die Frage, werde ich von dort aus angeschossen? Werde ich nicht. Und er schießt. Jawohl, Sir. Bestätigt. Sehr gut. So, wir müssen noch hoffen, dass ich irgendwann es schaffe, auch mal das Ding zu treffen. Mehrmals. Okay, das heißt, es gibt eine Variante, bei der ich mit einem mit viel Glück mit einem Artilleriegeschütz reinkomme. Schafft er das jetzt irgendwann? Also, dass die Artilleriegeschütze so scheiße treffen, das ist halt einfach nur ein Kraus. Okay, natürlich, logischerweise, was ist der Gedankengang, der sich am meisten anbietet? Ich übernehme seine, Dinger hier oben. Und da muss ich echt mal schauen, ob ich dafür noch... Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich werde ich das nochmal neu starten müssen und ich werde eine Einheit behalten müssen. Also, ich werde das hier mit... einen Artilleriegeschütz einnehmen müssen. Und dann versuchen. Ja gut, so. Jetzt gehen wir hier erstmal reingucken. Was können wir denn hier alles einnehmen? Ich vermute ja mal, es bringt mir alles gar nichts, aber vielleicht habe ich ja auch Glück. Einmal im Leben Glück haben. Komm. Nicht an. Schon dabei. Kein Problem. Ah, doch, ich habe noch eine Idee. Also ich vermute, wenn wir diese beiden Dinger einnehmen würden, wären die wahrscheinlich viele Probleme schon gelöst. Wir tun jetzt hier mal das zerstören und gucken, ob das irgendwas bringt. Einheit verloren. Ganz großes Kino. Schon dabei. Jawohl, in Ordnung. Also, ach, das ist so schwierig. Ich muss es schaffen, den Artilleriegeschütz zu übernehmen und theoretisch gesehen hier oben diese Dinger, mindestens zwei. Ach, da kann ich aber hier nicht so viel. Wie soll ich das denn alles auf einmal übernehmen können? Das ist die große Preisfrage. Bestätigt. So, jetzt machen wir diese... Dinger mal damit kaputt. Ja, Sir, schon dabei. Mit dem Gedankengang. Ja, kein Problem. Schon dabei. Wird erledigt.
dass er die Bodentruppen gleich zerstört. Mal gucken, ob das klappt. Vielleicht habe ich das Glück, wenn die beiden Dinger noch weg sind, dass ich eher als Hilfe bekomme. Gucken wir die einfach mal hier ran, dass wir Schaden machen können. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Ja, Sir! Jawohl, Sir! Das war nicht, dass das eine gute Idee ist. Jawohl, Sir! Kein Problem! Ich auch! Jawohl, Sir! In Ordnung! Jawohl, Sir! Mal gucken, auf wie viel Range der sich hinstellt. Jawohl, Sir. Das ist so nah, dass er wahrscheinlich ab und zu mal einen Hit frisst. Was halt? Ja. Jawohl, Sir. Jawohl, das ist halt eine scheiß Idee. Ja, und den da drauf nehmen, war, ist halt auch sowas. Da oben wird er wieder sterben. Wir machen das trotzdem einmal. Dann stirbt er halt. Weil ich wissen möchte. Ups. Einheit verloren. Wir kriegen nur Bomben. Ziel wählen. Kriegt man das irgendwas? Mir leider gar nichts. Jawohl, Sir. In Ordnung. Also, nicht, dass es mir egal ist, aber... Einheit verloren. Wunderschön. Jawohl, ich gebe euch den Befehl, das da anzugreifen und ihr das lasst euch töten, Einheit oder was? Sir. Ja. Jawohl, Sir. Ach ja. Jawohl, Sir. Welcher auch. Bestätigt. Also. Wie soll ich über das Wasser kommen? Jawohl, Sir. In Ordnung. Welcher auch. Bringt mir das überhaupt irgendwas, was ich hier geschafft habe? Ich bin halt echt am Überlegen. Ich meine, wenn ich jetzt einen guten Try mache. Also, ich mache einen guten Try. Übernehme hier diese untere Basis vollständig, weil ich das ganz rein zufällig hinbekommen habe. Wie auch immer. Aber ganz rein zufällig habe ich es geschafft. Hab auch so viele Ressourcen, dass ich... tatsächlich... mich hier unten aufbaue. Wie komme ich dann hier hoch? Also selbst... Jawohl, schon raus. Deswegen, wenn ich jetzt hier alles zerstöre, das bringt mir gar nichts. Nee, er kommt hier nicht raus. In Ordnung. Jetzt kommen wir hier raus, aber hier ist ja auch nichts, oder? Reiche auf. Bestätigt. Reiche auf. Wie lautet die genaue Mission? Sobald sie die Luftabwehr ausgeschaltet haben, schicken wir Verstärkung. Damit können sie den Fluss überqueren. Und Not von hinten angreifen. Nutzen Sie die Schrecksekunden. Ja, ich habe noch keine Verstärkung bekommen. Soll ich hier erst die Panzer kaputt ballern? Ich weiß es nicht.
Spiel, hallo? Also eigentlich haben wir ja das Ziel erfüllt, ne? Wir versuchen eine größere Nordfestung aus dem Totenwinkel anzugreifen. Wir setzen sie mit ihren Cyborgs das Flussufer. Sobald sie die Luftabwehr ausgeschaltet haben, schicken wir Verstärkung, damit sie den Fluss überqueren und Nord von hinten eingreifen können. Nutzen sie die Schrecksekunde. Also. Ich hab's nicht geschafft, die Basis einzunehmen. Macht das Sinn, was ich hier vorhabe? Ich will mich ja nicht über Artilleriegeschütze beschweren, ne? Aber manchmal. Komm, wir ballern uns einfach weg. Was soll schon passieren? Wie Schaden Infanteristen machen. Ich hab nutzt die mal nicht, weil ich keinen Bock auf die habe, aber schaut euch mal den Damage an. Allgemein, das Gebäude hält sehr wenig aus. Ich spare jetzt noch einmal kurz ein bisschen auf Zeit, dann versuche ich mal hier hinzuballern und gucken, ob das irgendwas bringt, aber vielleicht kann ich hier das Flussbett kaputtballern damit, dass hier, wenn man genau hier hinballert, dass das Flussbett dann aufgeht, dann wüsste ich zumindest, wie ich hier durchkomme. Wäre das erste Mal, dass das geht. Also ich bin immer noch in diesem Modus, dass ich eigentlich erstmal gerne versuchen möchte herauszubekommen, was ich zu machen habe. Wenn ich das einmal rausgekriegt habe, dann lösen sich danach wahrscheinlich sehr viele Probleme von ganz alleine. Flugzeuge verfügbar. Ziel wählen. So, baller da mal drauf, mal gucken, was passiert. Mich auch stark gewundert. Weil ich einmal herausgefunden habe, wie ich nach da oben komme. Glaube ich ja, würde sich. Einheit verloren. Ganz viel auf einmal lösen. Ich glaube nicht, dass ich hier irgendwas kaputtballern kann. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. Wunderschön. Mal gucken, ob das was bringt. Jawohl, Sir. Sieht mir eher weniger nach was aus. Ah, ich möchte so ungern den Guide benutzen. Also, wir werden nächste Folge folgendes machen. Ich werde hier versuchen, einen so guten Try hinzubekommen,
mit denen ich es schaffe. Jawohl, Sir. Die Basis einzunehmen vollständig. Ich weiß noch nicht wie. Aber das wird das Ziel werden. Irgendwie einen Try. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Bei denen ich es schaffe, diese Basis hier vollständig zu erobern. Wenn ich das geschafft habe, dass ich die Basis erobert habe. Also ich habe ja noch so ein paar Gedanken. Also damit ihr so wisst, man könnte ja... Also ich habe ja irgendwann angefangen zu verkaufen. Ich könnte ja einmal mir ein Artillerieding holen. Und nachdem ich das habe... Jawohl, Sir. Verkaufe ich das Teil. Dann habe ich so viel Kohle, dass ich hier oben das Ganze einnehmen kann. Jawohl, Sir. In Ordnung. Aber es mangelt dann noch an der Idee, wie ich hier hochkommen soll. Jawohl, Sir. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern vollständig. Gibt es hier oben vielleicht noch was? Ich weiß, ich war hier schon, ich war glaube ich noch nie komplett hinten. Aber da ist ja erstmal nichts, wir gucken mal noch. Breche auf. Und wenn das dann nichts wird, wenn ich diese Basis hier komplett eingenommen habe, wie gesagt, da habe ich jetzt ein paar Ideen zu. Breche auf. Wenn das alles nichts wird mit der Basis, dann bleibt mir nicht viel anderes übrig, als eine andere Lösung zu finden, indem ich dann einen Guide aufmache oder so. Ich glaube, Guide. Breche auf. In Ordnung. Breche auf. Wird das natürlich das Einzige sein, was ich da noch machen kann. Breche auf. Ja. Breche auf. Und schade, aber ich kann es nicht ändern. Es ist so, wie es ist. Es ist so, wie es ist. Na gut. Pass auf, wir haben jetzt noch 2 Minuten. Ich sehe keinen Sinn da drin, jetzt hier die 2 Minuten noch hier abzugammeln. Die hängen wir nächste Folge dran. Machen da einen besseren Try. Ich sage, wir machen 3 Minuten. Zack, bam, 3 Minuten länger, nächste Folge. Gucken, ob wir das hier hinbekommen. Und jetzt bedanke ich mich soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben da hinten. Schreibt mir Feedback. Ich freue mich jeden Scheiße. Sagt mir zum Schluss. Tschüss mit Ö.